Im Sportzentrum Rief wurden heute Salzburgs Olympiahelden für ihre Erfolge bei den Winterspielen in Peking geehrt. Ich bin sehr beeindruckt von den jungen Leuten, die unglaubliche Leistungen erbracht haben, hart darauf hingearbeitet haben, auch zur richtigen Zeit das Richtige abrufen konnten. Viele haben auch ganz schwierige Zeiten hinter sich, schwere Verletzungen zum Beispiel, sich wieder emporgearbeitet, die Hoffnung nie aufgegeben, den Glauben an den Erfolg nie aufgegeben. Und das hat schon eine große Strahlkraft. Und wir haben ja noch zwei im Flugzeug, Therese Stadlober und Stefan Brennsteiner. Ich kann nur sagen, großen Glückwunsch, großen Respekt und Hochachtung. Meine Chancen eher in Opfer gesehen. Natürlich, ich war eigentlich sehr locker drauf, habe mich gut vorbereitet. Sicher, Olympia ist ein Höhepunkt, aber dass man es genau dann bei dem einen Rennen abliefert, da gehört sicher ein bisschen Gelassenheit, Lockerheit, harte Arbeit dazu. Aber ich bin richtig froh, dass das alles hier aufgegangen ist. Die Familie steckt so viel dahinter, die investieren gerade am Anfang die ersten Jahre so viel rein, haben da so viel Zeit reingesteckt. Dementsprechend viel Investitionen braucht und ja, da gehört auch ein großes Danke einfach. Ja, es war schon sehr spannend, vor allem ich als Startspringer, habe dann den ganzen Wettkampf nur und mitfiebern dürfen. Normal bin ich meistens Schlussspringer und von dem her war es schon sehr spannend und sehr zum Mitfiebern, aber auch sehr gute Sprünge zusammengebracht und dann hat es gereicht. Gestern war ich bei meinen Eltern, die haben natürlich auch mitgefiebert, da haben natürlich auch arbeiten müssen, aber in der Arbeit haben sie gleich alle angestoßen mit den Kollegen. Ja, die Freundin hat auch mehr gerät wie jeder andere, glaube ich, und war wieder mal schön, die daheim alle in der Hand zu nehmen. Ja, es ist eine Mischung aus großer Freude, aber auch natürlich einer gewissen Erleichterung, weil wir bis dato nicht gewusst haben, wie viel werden es letztendlich werden. Wir haben ja doch einige schmerzhafte Ausfälle gehabt, wenn ich da an die Marita Kramer denke, Corona-bedingt. Und darum haben wir natürlich bis zum Schluss gezittert, wie viel werden es tatsächlich. Und dass es letzten Endes dann 6 Medaillen sind, das ja, überrascht uns einerseits, macht uns aber natürlich unheimlich froh. Ja, es ist ein bisschen surreal, ist es natürlich schon noch. Also es ist einfach so ein großes Kindheitsziel gewesen, ich glaube, von jedem von uns. Und da jetzt mit der Medaille umgehängt, bei den Empfängen dort stehen, ist einfach ja, ein sensationell schönes Gefühl und gibt einem, glaube ich, auch sehr viel Motivation und Kraft für die Zukunft. Aber ich glaube, wir haben einen richtig coolen Job da gemacht. Natürlich, dass wir Olympiasieger waren, ja, dass wir das echt geschafft haben, ist mega geil. Es war schon immer die Frage, da Medaille, das ist möglich. Es sind sehr viele Nationen, die was richtig stark sind. Dass wir da noch ganz oben stehen als Team, ja, sensationell.